Kannst du einmal Helge Schneider nachmachen, bitte? Nee, hab ich ja keine Lust. Helge Schneider, soll ich mal Joko machen? Ja, bitte. Tommy, ich weiß, ich liebe deine Anmoderation, ja, aber ich glaube, mein Kollege Klaas kann das besser. Ja, das glaube ich auch. Also mit meinen Anmoderationen, ich glaube, wir haben mal so einen Praktikanten, der da immer so viele Nüsse gegeben hat. Nüsse gegeben. Ja. Das ist ja, das ist der verrückteste, wow. Das ist der beste. Also, echt gut. Helge Schneider, wir haben uns immer als Gerhard Schröder doch, haben wir immer zusammen immer. Ne, du Tonto? Ja, toll, natürlich. Ja, toll. Mit zwei Gerhard Schröder, dann haben die im Pascha aber Hausverbot. Wenn Joko nächstes Mal absagt, dann kommst du. Wir müssen weitermachen. Wir müssen leider weiter. Sag mal als Jochen Busse, dass wir weitermachen. Jochen Busse kennt keiner mehr, ne? Jochen Busse kennt ihr noch Jochen Busse? Doch, dann mach Jochen Busse. Hey. Ah, Jochen Busse. Wir müssen jetzt leider schon weiter. Und das freut mich. Ah, Jochen Busse, jetzt habe ich ihn erkannt. Ja, geil. War gar nicht so. Markus Lanz, einfach noch Markus Lanz. Wie würdest du mich fragen, warum hier Brezeln stehen zum Beispiel? Entschuldigen Sie, wenn ich mich hier kurz hinsetze. Sind das echte Brezeln oder sind die aus Pinocchio? Das ist so gruselig. Noch die Karten. Sind die an? Diese kleinen und Karten. Felix Lobrecht, kennst du auch? Ja, Tommy, klassische Trendveto. Nein! Für die Bemerkung da. Ja. Okay. Lege ich ein Veto ein. Bitte? Da lege ich ein Veto ein. Wir müssen weitermachen. Fang ich auf mir an? Klassische Trendveto-Situation, Dicker. So. Könnt ihr Tommy einmal im Internet begrüßen lassen? Bitte einfach Applaus, bitte. Yeah. Wo ist das Internet? Hallo Internet. Ich wurde mit einem unglaublichen Spiel überrascht, dass ich mit Paulina Rolinski spielen darf. Und Marty Fischer ist jetzt wahrscheinlich auch dabei. Der ist hier sogar federführend unterwegs. Gregor, willst du das erklären? Ist Gregor überhaupt im Bild? Ich kann es gerne erklären. Gregor, sag doch mal, was wir überhaupt machen müssen. Wir sind Kandidat. Ja, wir spielen die Schlagerscharade der Popmusik. Ja. Marty Fischer singt uns englische Songs, aber doppelt übersetzt. Und zwar vom Englisch ins Deutsche und vom Pop in Schlager. Und ihr müsst anhand des Textes erkennen, welcher Popsong das ist. Okay. Und deswegen, Paulina hat 2-1 gewonnen in der Sendung. Und du hast jetzt aber nochmal die Chance aufzuholen. Und deswegen würde ich dich bitten, Marty, dass du uns den nächsten Song bitte kredenzt. Sehr gerne. Nicht so laut. Bei jedem Atemzug, bei jeder Ich weiß auch, aber ich weiß nicht von... Doch. Nee, du hast gedrückt. Paulina hat zuerst gebuzzert und dafür Every breath you take. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Ja, Ben. I'll be missing you. Wow. Wieder daraus sofort eine 80s-Band wird. Aber können wir den Song noch hören? Sorry, ich hab kriegt den. Kriegt einen immer, ne, das Lied. Ja. Marty, singst du uns den bitte trotzdem noch mal komplett? Nein. Doch, natürlich. Aber es Sting oder nicht? Das ist Sting, ne? Ja. Police. Und dann. Genau. Bei jedem Atemzug, bei jeder Bewegung, bei jedem Bund, den du brichst, bei jedem Schritt schau ich dir zu. An jedem Tag, bei allem, was du sagst. Spiele, jede Nacht, die du bleibst, schau ich dir zu. Merkst du nicht, du gehörst zu mir. Wie mein armes Herz schmerzt bei jedem Schritt, den du machst, bei jeder Bewegung und jedem gebrochenen Schwur. Falschen Lächeln, jeder Forderung schau ich dir zu. Sehr beängstigend. Dankeschön. Aber du hast diese Lieder produziert, umgeschrieben, alles. Das ist ja, gut, ich habe die Übersetzung, die gibt es ja dankenswerterweise schon im Internet. Das bedeutet, ich musste einfach nur dafür sorgen, dass ich mich nicht
selbst von meinem Gehirn ablenken lasse, dass immer wieder die Originalrhythmik und die Originalmelodie die Originalakkorde einbauen. Ja. Alter. Vielen Dank. Produziert, mastert und alles. Ja, gerne. Dankeschön. Wahnsinn. Danke. Der Mann ist gruselig, ich sag's dir doch. Beeindruckend und beängstigend zugleich. Vielen Dank. Ich atme Musik. Es ist es ist dann nicht so, dass ich denke, so, oh Scheiße, jetzt muss ich noch 3 Stück machen, sondern ich mache die dann gerne, obwohl es schon 2:30 nachts ist. Und 3 3 ist übrigens auch die Punktzahl, die Paulina Stimmt. Hat. Mann, ich bin gezählt. Tommy, so langsam. Auswärtssieg. Tommy, so langsam müsstest du. Müsstest du da mal rankommen? Wir haben, und du hast aber auch noch 2 Chancen, nämlich, Marti, du hast nämlich auch noch weitere Songs vorbereitet. Du hast noch mehr! Geil! Und die wuscht! Machen wir das wieder so, dass wir den Originalsong gerade einblenden und wenn Sie mitraten wollen, bitte weggucken. Bei dem zweiten Gang kann man wieder hingucken und deswegen, der kam jetzt, deswegen, Marti, bitte, leg los. Du musst jetzt schon lachen. Ein glückliches, glückliches Mädchen. Sie heiratete einen Jungen wie dich. Sie würde dich rausschmeißen, wenn sie je wüsste. Über all das, was du mir sagst, dass du tust. Schmutziger, schmutziger Junge. Du weißt, dass alle in der Szene reden. Ich höre sie flüstern, wo du warst. Und wie du nicht weißt, wie du dein Geschäft sauber halten sollst. Mutti weiß nicht, dass Vati heiß wird. Krass, ne? Es ist krass. Kannst du nicht für uns? Es ist einfach, der Text ist so krass. Warst du nicht für uns zum Grand Prix? Hammer, ne? Was ist das? Aber ihr wisst es beide nicht. Nee, ich hätte irgendwas mit J-Lo nicht mal so einen Song gemacht, wo sie über so einen Typ singt, das ist zu jung für sie oder irgendwas? Nee, stimmt, aber es ist falsch. Weiß es, hat es jemand aus dem Publikum erraten? Oh. Hier vorne. Ja, schon reingerufen. Ja, sag mal. Sam Smith Unholy. Schauen wir mal. Sam Eifers-Kolleg Unholy. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Ist der Max. Respekt. Okay, ich werde mir den Song heute noch mal anhören. Ja, eben. Mein Gott, das kenne ich wieder nicht. Ist doch gut, wo du zu Hause bist. Ja, total. Aber Gregor ist da zu Hause. Naja. Und wir machen direkt weiter mit... Ich habe echt noch nie auf den Text gehört bei diesem Song. Ich auch Weil nicht. Die Glocken immer so präsent die sind. Die Glocken, bitte. Wir machen weiter mit dem Glocken und letzten Song, den wir online spielen. Marti, bitteschön. Music is what I'm living for. Ist ja deutsch. Ich gehe allein nach Hause, warte am Telefon. Alle meine Freunde sagen, gib es auf, Schatz, gib es auf. Ich weiß, du verstehst es, dass dies Bestimmung ist. Du bist auf meiner Wellenlänge, denn Schatz, ich glaub an dich. Schatz, ich glaube, dass du für mich bestimmt bist. Wenn es jemanden gibt, dann Schatz, glaube ich, dass dieser jemand du bist und alles, was du tust. Denn Schatz, ich glaube an dich. Ist das? Ich habe eine Vermutung. Also ihr müsst ein bisschen daran denken, dass ich habe eine Vermutung. Möchtest du dieser Vermutung nachgehen, Thomas? Weil ich weiß, wie diese Redaktion tickt. Oh. Und ich gehe nämlich detektivmäßig daran, nämlich es wäre eigentlich Giovanni Zarella da gewesen. Aha. Und das ist ja so typisch für deutsches Fernsehen. Da will man ihn natürlich auch ein bisschen in den Arsch kriechen und sagen, das ist vielleicht ein Lied von dir. Ist das Broses gewesen?
Mit Billy. Willst du buzzern und es sagen? Ja! Nein! Ausgang, ich, buzzern, ich war nur wegen Glaube. Nur wegen Glaube. Es war nur eine Vermutung. Ja. Ja, ja, Babe. Du aber das Schatz fand ich so verwirrend. So ich war die ganze Zeit, okay, Treasure, ja, ich meine, Darling. Treasure. Nee, das mag ich nicht, bei aber Baby. Bei ja. Baby kann ich ja nicht Säugling sagen die ganze Zeit. Das ist ja unangenehm. Säugling, ich glaube. Nee, aber das kann man ja nicht machen. Säugling, ich glaube. Trotzdem dieser Wild Guess natürlich sehr, sehr gut war, hast du leider trotzdem. Ich habe verloren. Zu zwei verloren. Auswärts, sie geht nach Berlin. Paulina hat Paulina ohne Muss man neidlos anerkennen. Ich bin total beeindruckt. Ich bin auch sehr beeindruckt. Vielen Dank. Ich will zu einem Konzert von dir. Ja. Wann trittst du auf? Wir bringen das Studio Schmidt Schlageralbum raus. Ja, wirklich, mach mal sowas. Ja, soll ich sowas mal machen? Ja, mach mal. Ja, dann mach ich mal. Kommst du mit als Background-Tänzerin? Mach doch mal zusammen, Maria Geschneider. Maria Geschneider. Alberner Tommy. Meine Damen und Herren, das war Studio Schmidt aus dem Internet. Mit Paulina Rosinski. Martin Fischler, Paulina, komm doch noch dazu. Martin Fischer, unfassbar. Okay. Alina Roginski heute zu Gast. Gregor Rühl, vielen Dank. Nächste Woche zu Gast Joko Winterscheid. Ich freue mich sehr drauf. Schaut mal auf Insta, YouTube, der ganzen Mediathek vorbei. Liebe Grüße an alle. Tschüssi. Ciao. Wow. Voll geil. Hey, ich bin Tommy und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier oder hier. Oder komm rüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.